Wir sind alle Menschen und jeder von uns macht Fehler. Und heute zeige ich euch die Fehler, was habe ich selber gemacht bei dem Kauf von die Sägeblätter. Aber für die Geschichte gehen wir vom Anfang an. Weil jeder von euch kennt das, dass bei dem Discounter gibt eine bestimmte Reihe oder gibt bestimmte Teile, wo ist ständig die Werkzeug in Angebot oder viele verschiedene Sachen für die Garten, Klamotten, bla bla bla. Alles, was kommt dazu. Deswegen habe ich selber auch gesehen, da einmal stand die Sägeblätter in Angebot. Und weil genau in dem Zeit, ich hatte vor auch ein paar Sägeblätter zu kaufen von meiner Werkstatt und da habe ich gesehen, schon eingepackt, verschiedene große, genau die Maße, was mir passt. Und ich weiß, wenn ich jetzt euch sage, was habe ich davor bezahlt, ein oder andere von euch sagt bestimmt, ja, ich konnte besser wissen, mit dem Geld kann man nicht vernünftig kaufen. Ja, das stimmt jetzt, das weiß ich jetzt auch. Aber wieso ist das Fehler? Weil auf dem Sägeblätter, da stand, ist für MDF geeignet, für die Hartholz und bis 6000 Umdrehung. 3 mm stark, die Maße, das passt alles, wie auf ein Sägeblatt passen soll. Und dann war noch billig, ich dachte, das ist Schnäppchen. Und ich habe mir sogar leider 3 Pakete gekauft. Das war jetzt jeder Paket mit 2 Sägeblätter. Und dann habe ich gesagt, ich kaufe mir 6 Stück und dann habe ich einige Zeit Ruhe. Und genau dann, wann ich wollte was durchsägen, habe ich gemerkt, das war ein riesengroßer Fehler. Aber ich laber jetzt nicht über die Fehler, ich zeige euch, was genau meine ich damit. Und dass ich euch jetzt ganz genau Fehler zeigen kann, dass einer oder andere von euch sowas vermeiden kann. Ich habe mir jetzt so ein Stück Holz genommen, das habe ich übrig vom damals, von dem Projekt, wo habe ich echt Holzbank gebaut. Da habe ich jetzt 2 Stück Holz, was ist jetzt zusammen verklebt, das ist jetzt insgesamt 4 cm. 2x2 cm und die Test machen wir jetzt auf die Kappsäge, weil die Kappsäge habe ich jetzt vor kurzem auch neue Sägeblätter draufgepackt. Man muss jetzt nicht wissen, welcher Hersteller das ist, aber was ist richtig, das ist jetzt auch ganz neu und die Sägeblatt, was würde ich jetzt vom Discounter nehmen, das ist auch ganz neu. Nun, was ist jetzt der Unterschied? Die Sägeblatt ist hier 305 und da die zweite ist ein bisschen schmaler und ich zeige euch jetzt den Unterschied. Und weil ich möchte, dass die Test fair ist, deswegen habe ich jetzt erstmal die 4 Stück vom Holz auf dem Kappsäge geschnitten mit dem Sägeblatt. Und jetzt nehme ich die Sägeblatt vom Discounter und dann zeige ich euch, wie das aussieht. Und um die später blöde Aussage zu vermeiden, ich zeige euch, dass jetzt die Sägeblatt ganz neu. Ich packe die erstmal raus, weil die habe ich noch nicht genutzt. Habe ich damals vor einigen Monaten gekauft und die steht immer noch, weil ich wollte eine schöne, ja, weiß ich nicht selber. Ich wollte so ausschneiden und dann schon ein Regal davon bauen, weil alle anderes lohnt sich nicht. Wie man sieht, jetzt alles schon geschützt. So, die Sägeblatt, was ich jetzt packe auf die Säge, das ist jetzt Sägeblatt mit 60 Zähne für die Querschnitt. Und eigentlich, wenn man jetzt die draufpackt, musste man mindestens ein paar Mal schneiden, bis die einmal stumpf ist und dann wegschmeißt. Aber wie ihr jetzt gleich sehen kann, das ist nicht der Fall. Dann, weil die Sägeblatt, was habe ich jetzt draufgepackt, die von dem Discounter, ist ein bisschen schmaler als die Sägeblatt, was kommt jetzt normal drauf auf dem Kappsäge. Deswegen, die kommen jetzt bis die Ende nicht durch. Deswegen packen wir so ein Stück Holz da hinten, damit wir jetzt überhaupt schneiden können. Jetzt würde ich mit dem neuen Sägeblatt, was habe ich jetzt da draufgepackt, genauso 4 Stück schneiden von dem gleichen Material wie dem mit dem guten Säge, dann zeige ich euch den Unterschied. Und das war jetzt noch mit dem ganzen weichen Material, das war die Kirschbaumholz. Und jetzt würde ich nehmen ein bisschen was harter, also Buchenholz oder Eiche. Wahrscheinlich nehme ich jetzt die Eiche und dann zeige ich euch den Schnitt auf dem Eiche vom die Unterschied zwischen den beiden Säge. Und für sowas habe ich hier ein perfektes Teil. Ich habe hier einmal 8x8 Stück Eichenholz. Ich schneide jetzt einmal durch, einmal, zweimal durch mit dem Säge von dem Discounter und dann schneiden wir mit dem guten Säge wieder. Und dann zeige ich euch das ganze Ergebnis. Ich markiere jetzt mir die Seite,
Busca habe ich mit dem Discounter-Säge geschnitten. Ich habe DAS hier aufgeschrieben, dass ich euch jetzt Unterschied zeigen kann. Und mit dem guten Säge schneiden wir von der anderen Seite, hier wo man jetzt sieht, da sind zwei Loch, da schneiden wir jetzt mit der guten Säge. Dann würde ich diese Seite auch dran markieren, wo habe ich jetzt mit der guten Säge geschnitten, und dann gehen wir drüber auf dem Arbeitstisch und dann zeige ich euch jetzt Unterschied zwischen die beiden Schnitten von die beiden Säge auf die beiden Materialsorte. Und weil ich möchte jetzt Verwechseln vermeiden, ich habe mir jetzt extra noch mit dem Edding D aufgeschrieben, wie Discounter. Deswegen könnt ihr jetzt mitfolgen, welche ist welche. Zuerst hier ist die Schnitt von dem guten Säge, wie man jetzt sehen kann. Wenn ich halt jetzt die alle Teile so zusammen, die Schnittkant sieht man nicht genau. Und die Schnitt ist auch sauber und glatt. Muss man nicht fast abschleifen, weil die Säge ist echt gut. Und wenn man nimmt jetzt vom Discounter, den Unterschied könnt ihr schon erkennen, wie sieht man da die Spalt. Und die alle Schnitte habe ich gleichmäßig gemacht, mit dem gleichen Druck. Und man sieht jetzt, dass da ein bisschen noch klappert. Und die Schnitt selber ist auch nicht so toll. Und das, was man jetzt hier sieht, und nicht, dass ich jetzt meine, ich habe selber sowas verursacht, dass ich euch zeigen kann, dass die Discounter ist schlechter. Nee, habe ich nicht, weil ich kriege Geld von keiner von den beiden. Deswegen, das ist keine Werbung. Das ist nur meine persönliche Meinung. Die Sache bei dem Discounter-Säge ist, dass die ist jetzt einfach, das Material ist nicht zu schwach. Wenn man jetzt ein bisschen Druck von oben aufbaut, die Säge von selber wird aufgeheizt und die verbiegt sich. Und ich weiß nicht, habt ihr gemerkt, vielleicht bei dem Schnitt, wann ist jetzt die Discounter-Säge da oben drauf, und wenn ich jetzt von oben drücke, dass die irgendwie hat die Kraftverlust, weil die Säge ist stark genug, die gibt genug Umdrehung. Aber die Säge von selber wird stumpfer und stumpfer, die geht nicht rein in das Holz einfach. Und die, ich zeige euch jetzt noch wie die Sägeblatt später aussieht. Die Zähne sind schon ein bisschen schwarz und da ist jetzt nicht mal alles in Gesamt, wenn ich rechne, circa 1 Meter Schnitt gemacht. Und das ist jetzt für die neue Säge ja sehr, sehr schlecht. Aber das meine ich nicht so wild. Das ist schlecht jetzt, die erste paar Schnitte. Aber nicht so schlecht. Aber weiter es geht, weil das habe ich jetzt nur die 4 Stück geschnitten und das sieht man schon, ja, grenzwertig. Könnte man nutzen für die Heimwerkerbau, aber ich meine persönlich meinen nein. Aber für die Sachen, das ist jetzt noch die weiches Holz. Und wenn man jetzt nimmt, was ist noch ein bisschen harter, wie zum Beispiel die Eiche oder die Buchenholz oder. Und wenn ich jetzt nehme, das Material, was habe ich jetzt die Eichenholz geschnitten, 8x8, und zeige euch jetzt die Schnitt von dem guten Säge. Da sieht man, da ist keine Spur, dass man sieht, das sind die zwei. Und das war jetzt von dem Discounter-Säge. Sieht man jetzt den Unterschied, wie Säge jetzt verbiegt sich. Und wenn ich jetzt so drückt. Und wenn man jetzt nimmt, die Metall, was war jetzt geschnitten auf die Säge und mit dem Winkel vom Ecke bis Ecke, man sieht jetzt, das ist ganz schön gerade. Und das war jetzt die Teil mit dem guten Säge. Und wenn ich jetzt neben die Seite, wo ist, habe ich jetzt mit dem Discounter-Säge geschnitten. Und ich so hinstelle. Da sieht man schon den Unterschied. Von dieser Seite ist es noch schlimmer. Und jetzt, wieso ist in meiner Meinung das Kauf von dem Sägeblatt von dem Discounter eine Fehlkauf? Das ist ganz klar, weil man kann mit dem Sägeblatt nicht vernünftig sägen. Die Säge verzieht sich vom Druck, wenn es was gesehen. Die Zähne sind jetzt nach dem 5 Minuten Arbeit schon saustumpf. Kriegst du nicht mal im Winkel was geschnitten. Ich weiß nicht, ob das immer ist jetzt so, wenn man jetzt kauft solche billige Sägeblätter. Aber in meinem Fall hat sie so gezeigt, das war eine Fehlkauf. Und sowas würde ich niemandem empfehlen. Einzige, was kann man mit dem Sägeblätter machen, ist vielleicht so eine Sägeblatt zu kaufen und dann zu Hause ein bisschen Laminat schneiden oder die Leiste oder solche Sachen, wo ist Genauigkeit nicht so notwendig, und ein bisschen Holz schneiden, ein paar Leiste in den Garten oder solche Sachen. Dann kann man sowas noch verwenden. Aber für die Leute, was braucht ein bisschen Genauigkeit, da soll man ein bisschen Geld rein investieren und die gute Sägeblatt kaufen.
Und liebe Freunde, das war meine Erfahrung mit dem billigen Sägeblätter. Sowas würde ich auf keinen Fall mehr machen. Und wenn es dir gefällt, dieses Video, und du möchtest noch mehr Videos von mir schauen, hier oben geht es zum neuen Video. Und hier unten kannst du deine Abo da lassen, damit bist du immer auf dem neuesten Stand.